Jesus loved thee and wil thee free meten. Hy haf thee van een dieren prijs gekocht. Wer zijn we in ons spirit? Wer zijn we in Christus? We hebben in de Lutheran Werking gezien, wat van de geestelijke zenuwen God ons gegeven heeft in een Pfizer. In Pfizer 1, vers 19 en 20. Dus dat ze zei wie dort, wer God is voor ons, wat hij voor ons doorgezet heeft. Dat hij ons den riesigen Jeist gegeven heeft en ons nieuwgeborenen Jeist. Den riesige kracht wat Jezus uit dem Graf rietbracht. Die hebben we aan ons. Die geeft hij ons den moment wat we ons Christus overgeven. Den moment wat we Christus aannemen als ons persoonlijke Heiland. Dan komt dat alle met ons. Dat is alle met dat ticket bij. Het scheine eten wat daar bij is. Dat is dus dat ze al die zenuwen, de riesige kracht, all dat wat hij dus dat ze voor ons heeft. Dat is met een en dat zijn we in een Pfizer 1. En dat is alle der genoeg, heeft God ons dat alles doorgezet. Hij heeft ons dat alle doorgesteld. En door wen zegt dat, dat is niet bloß de, dat is niet ons geloven alleen, wat ons dus dat ze bij doorbrengt dat. Maar dat is, der genoeg heeft God dat alle doorgesteld, want wie ons geloven, in trier geloven doorzaten, dan meint dat bloß dat wie kan dat aannemen. Wie moeten dat eerst geloven, wat God voor ons gedaan heeft, wer hij voor ons is, wer wie zijn en Christus. Dan kan je dat in geloven aannemen en dat aanwaan. En dat kan dan einfach zien te zijn. En wanneer je dat niet in geloven aannemen bent, wer je bent en Christus, dan leven gaan wat de bloß in stribbelen is. En dat weet je niet. Wie waren dat? Zoals dat in Johannes 10, vers 10 zijn dat Jezus zegt, ik ben gekomen die leven te geven en dat je dat kan volophangen. Volop dat is vrede, lief, geduld, wijsheid, openbaring en al dat is de alle met aan. En dat is een grote verrijk wat we kunnen hebben aan Christus. En wanneer ik in spiegel kijk, ik zei al mijn flaws, is dat zo, ach, dat kon je niet zijn dat ik zoals Christus loten dat, wanneer ik al mijn flaws doe zei, wanneer ik al mijn dingen zei, wat doe niet perfect zijn. En dan nog vielleicht in onze gedanken. Al deze ogenis, vielleicht heb je bitterheid in ons, vielleicht heb je een last, wat allemaal voor negatief is, wat we in ons hand, dat kan ons niet doen, wanneer we ons bloß op dat verloten, dan kan we dat niet geloven, wer we zijn, werkelijk in Christus. En dat is waarom viele mensen dat niet kunnen aannemen. Die kunnen dat niet geloven. Wer we zijn in Christus, groet zijn dat. Vielleicht hast du ook een report gekregen van een dokter. En dan zegst du, wel, dat kan niet zo zijn. Wen kijk je mal weg, mij fallen. En kijk mal, de dokter zegt ook zo dat. Wel, ik kan die einding zijn. De dokter zegt te mij, ik word waarschijnlijk niemals nicht kinder kennen haan. En God heeft mij gezien met twee wonder. Hij heeft mij gezien met twee gezonde kinder. En die zijn nu al 10 en meest 12 jaar oud. Hij heeft ons nu al deze jaren gezien met dat. En wanneer we ons aan God vasthouden dan, vergen wat hij de dokters en wat Emma aanrecht aan. En de dokter zegt, ik word waarschijnlijk niet 40 jaar oud worden en ik ben al 43. Dat is God te loven. Mijn laatste geburtstag. Dan openbaart God mij. Kijk maar, dat is een vrede wanneer je in je geburtstag hebt. Wanneer dat is een vrede, wanneer ik had die nog een jaar mij genoeg gegeven. Ik had die nog een jaar hier zitten in het werk gegeven. Nog een jaar te dienstwerk te ervaren. En dat is wat mij in drief gaf. Die deze gouden noorrecht te brengen, die dit gouden te brengen, dat geeft mij den drief. Want ik zei wat God al in mijn leven gedaan heeft. Wanneer ik bloß om mijn dingen kijk, mijn körper is niet perfect, mijn gedachten is niet perfect.
Ek sien nie perfek, dan kon ek dit nie doen. Maar wanneer ek kyk na wie Christus vir my is, wat hy vir my gedoen het, en wanneer ek na woord God is kyk na wie sien ek in Christus, dan ha ek vrede, dan ha ek moed en ek ha in verlangen om dit weer te bring en een vrouwelijk leven te vieren. Nicht in de omstande, maar in Christus. En dat is wat God wil hebben, dat we zullen doen. Nicht bloß en kijken en, hey, wat is de allerreich? Nou, wat is de allerreich? Want we bloß nur het negatieve kijken, dan zijn we meest voets im Loch. Maar we moeten nur het positieve, nur het goede kijken, dan zijn we bald 6 uur. Dan hebben we goede ding erlangt. En dat is wat God wil. Hij wil ons, de Bijbel, wil hij ons wezen wie we zijn in Christus. Hij wil ons wezen wie we zijn. Wie zijn ik en du? Niet in körper, niet in de ziel, maar in Jezus. Wem ha ik door? Ik heb de riesige kracht Gottes door, wat Jezus in Graf gebracht. Die vriend hield hem zo zeer door. Hij had hem nog een tijd even wel doorhouden. En du hast dort so, gewandt Jesus den Feind der ganze Macht. Er stellt den Unge der Feind. Und es ist dort so, gebt er uns die riesige Kraft, um den Diebel Unge der Feind stellen, wenn dort die Kraft wird wie in uns haben. Aber ich habe nicht allein da. Dort einzig mit Gott seine riesige Kraft habe ich dort alle da. Und dort ist, wer wir sind. Und dann habe ich nicht nur ans Fleisch kicken, nicht nur unsere düstere, dunkle Gedanken, aber wir müssen dort vornehmen, wer wir sind in Christus, wer wir sind in uns niegeborenen Jesus, was Jesus für uns getan hat. Und dann können wir, wenn wir dort da und dann können wir dort Ticket genießen, dort können wir all das Scheine essen, was Jesus für uns hat, was Gott für uns in seinem Wort hat, können wir dort genießen. Und du hast Fried, Weisheit, du hast Openbarung, du hast Erkenntnis in so viel mehr, dort du alle bist. Aber das ist alle in unserem Jesus bist, in dem Mod, wie du rüttragen. Dort Mod, wie du es dort so rüttnehmen mit uns Glauben. Dort habe ich nicht bloß down mit uns selbst. Dort Mod, wie im Wort kicken. Wort sagt Gott, wer sein ich? Und Wort sagt seine Gnut. In die Gnut annehmen und mit uns Glauben, habe ich dort down. Wir müssen dort verstehen, was Gott für uns getan hat in unserem Jesus. Wenn wir sind drei Port, wir sind Jesus, Säul, das Gedächtnis sind als die Säul in uns Körper, das ans Fleisch. Und in uns Fleisch, dort wird bloß geschlachtet, dort wird bloß verführt, so dass es immer in Kampf. Und dort ist unsere Säul, was den Unterscheid hat und was dort kann entscheiden. Wer wir wollen sein und was wir wollen sein. Und dort ist Fährten nicht leicht, aber einzig mit Gott seine Kraft, mit seiner allmächtigen Kraft, was er in uns gegeben hat. Und wenn wir dort verstehen, das wird der Herr will haben, dort wir sollen begreifen können. Wer wir sein, er will uns dort offenbaren. Er hat ein Verlangen, uns dort zu offenbaren. Dort wir sind gereicht durch Christus. Wenn wir uns Christus haben angetragen, dann sei wie gereich. Dort sagt die Bibel, dort wie sind gereich. In 2. Korinther 4, Vers 21 sagt, Gott mögt den, der von keinem Sinn wisst. Jesus wisst von keinem Sinn. In uns steht zu sind. So heim mögt Jesus, wo keinem Sinn wisst, der mögt zu sind, in uns steht. Und dann sage ich dort wie durch Anfang Gott gereich worden. Dort sage ich nicht geworden sind, aber geworden sind. Den Tag, wo wir Jesus annehmen, uns persönliche Heiland, dann wurden wir gereicht für Gott, durch Christus. Und dort sagt, so ist dort für am Gelndet. Dort ist gellig bei am. Dort, he is approved. He is approving of our righteousness through Christ. Und dort ist, wo Paulus will zu den Korinther sein, und dort will er von dir auch zu dir und mir sein, dort wir sind gereicht durch Christus. Nicht, wenn dort ans Fleisch gereich ist, aber wenn wir gereich sind, durch Christus, dort, woran wir dort kennen. In 1. Korinther 1, Vers 30, der sagt,
durch dort, was Gott getan hat. Nicht durch, was wir getan haben, aber durch dort, was Gott getan hat. Sei wie in Christus Jesus. Gott hat dort gemerkt, dort wie durch Jesus Christus in uns, nicht das, wo wir auf was immer, in uns, in unseren niegeborenen Jesus, weiß, gereich, heilig, und wir sind gerad. Und dort sagt er in 1. Korinther einfach startig. Du sagst dort, wer wir sind in Christus. Wenn du glaubst, dass du bist keiner, du bist nicht wert, Menschen teilen dich für nicht, was immer dort muss sein, ich habe Depression, ich habe Anxiety, ich habe was immer ich muss haben. Aber was sagt die Bibel, wer wir sind? Dort sagt, wir sind in Christus, sehr wie weiß, dort wie weise Entscheidungen können merken, wir sind gereich, und dort sagt er, dort jährlich ist wie Gott. Wir sind heilig. Wo mein heilig sein? Dort ist nicht durch unsere Worten, aber durch Christus sehr wie heilig und auch gerad. Dort ist das jetzt so deut, das jetzt so groß und dort ist so eine große Nordreich, dort ist dass ihr eine große Freude einer wird springen jochen kann voll Freude, wer wir sind in Christus. Und dort kann wir durch unseren Geist rüht, wann wir am Glauben nur beobachten dann und nur streben dann. Ein Pfizer Feier, vor 24, der sagt, wir sind nun Gott sein Bild, wir sind nun Gott sein Bild und die Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen. Dass wir waren nicht mal geschaffen worden in gerechtigen Helligkeit, aber wir sind auch durch Christus, durch dort sein Blut, durch Jesus sein Blut, haben wir dort von dir. Und du sind so viel. Und ich nahm diese Bibelfragen ab, zum dort dort mal können sinken in uns, wer wir sind, wer sind ich, was von Macht wirkt in uns, was wirkt in uns. Wenn du dort nicht Gott sein Wort studieren das und nicht in dein Hort nankicken das und du dort annehmen das, wer du bist, dann kannst du dort gleich erfahren. Dann kannst du gleich das rütnehmen und das experiencen, wer Gott ist für dich. Wenn du bloß im Spiegel nankicken das, dann sitzt du vielleicht Päckels, du sitzt Falten, du setzt Platten im Gesicht, du setzt Dinge, wo du in deinem Leben passiert sind, und dann bringt die dort durch. Und vielleicht fällst du auch in dein Gedächtnis, all das Negative, all das Depression, das Anxiety, vielleicht hast du Bitterkeit an die Band, vielleicht hast du Eiernis an die Band. Ich will die ein Ding sein. Ich habe für die längste Zeit, ich habe für Jahren, habe ich Bitterkeit an mir bin und ich wusste dort nicht, dass mir dort oben Bord war. Und ich konnte nicht gut mit dem, dass mir dort oben Bord war. Und wenn einem dort oben Bord war, dort wird einem durchab die oben Bord, dort einer durch so was mit dem. Nicht bloß, oh, das ist im Spiel, nein, kicken. Okay, ich soll dort hier, aber dann gehe ich weg. In achte nicht mehr ab. Nur wenn Gott war die Openbaren dat, dat dat heitum, dat hei will die ernieren, hei will die verbetern, hei will die mehr als Christus mehr. Und dein Fleisch. Wenn dort ist, wo dort nennt, kommt dat. Wenn dort sein dat, so ist dat in Römer 12 first vorgesagt. Dort wir sollen unsere Gedanken nie merken. Und dort ist, wo dort nennt kommt, wenn wir sein, und Gott uns dort oben bohren, dort wir haben Furcht, Bitterkeit, Eiernis, Depression, Anxiety, was immer dort macht sein. Dort kommt, er will uns dort wiesen, und dann sagt dort in Römer 12, Vers 2, dort ist uns meint, ans Gedächtnis nie merken. Und dort ist im Prozess. Dort ist nicht in einem Augenblick, in dem Wort dort alle passiert sein. Aber dort
Wort einen Prozess. Und Dr. Liefde sagt, dass ein Prozess, wenn du ein Habit was brechen, wenn du ein Gedanken was brechen, dort braucht drei Sets von drei Wegen zum ein Habit umändern. Und die Bibel sagt, uns ignoriert es jeder Tag nie. Das wenn wir an uns verstehen, wir kriegen jeder nach, wenn wir schlucken, dann werden die neue Zellen in uns verstehen, wo du wussten dann. Das sind Babyzellen. Und uns Marius, wenn wir abwarten, wir keine Entscheidung merken, wer wir die haben, dort die Zellen, wo unsere positive Norm wussten, wenn wir du nicht mehr da und die werden automatisch, wollen die sich unter negative Vorschauen in dort was. So, wo wirst du feiden? Wo wirst du haben, wo du soll wissen? Jetzt sind sicher, du wirst haben, dort positive, dort Gaude an die soll wissen. Und dann macht wie du wird verdauen. Wenn man wie du nicht mehr down, dort wird automatisch, wird dort sich unter negative non down. So, dort ist unser Wohl von dir. In 2. Korinther 10, Vers 5, der sagt, wir sollen all unsere Gedanken Fuß nehmen in für Christus stellen. So dort meint, du kannst nicht deine negative, deine Gedanken ranloten in was immer dort muss sein. Du kannst an sehr viel Dingen kann dort sein. Auch hier lasst ein Spruch, der sagt, alle sind kämpfen drei Wörtlern. Das ist von der Last von der Fleisch, der Last von der Ehe und von Stolz. Dort, von wo alle schlechte Dinge herkommen. Und dort sind die, wo wir einen Fuß nehmen, die man wir nicht heranlohnen. So, wenn dein Fleisch dort wel bloß schlecht ist, wenn du dort Fuß nehmen das, und dort unter Christus stellen das, und deine Gedanken, die Fuß nehmen dann, wenn dort mit der Ehe taub geknackt. Wenn du dort das taub Fuß nehmen, in unser Christus stellen, so ist dort in 2. Korinther 10, Vers 5 sein, dass in dein Stolz Fuß nehmen. Dann wirst du wie du kommst. Und dort ist, wo du im Prozess hast, dort ist ein Ding, wo wir immer mit dem Mensch hoffen. Und das, worum dort wichtig ist, dort wir dort verstehen, wie sein Körper soll in Jeist. Im Jeist sind wir in einem Moment eine neue Kreatur, wir sind nie geworden, dort alle ist alle weich, das Paulus sagt, dort alle ist alle weich. Aber das sind unsere Säule und unser Körper, wo der Prozess ist, dort zu ändern. Dort ist ein täglicher Willen, ein täglicher Choice, wo wirst du haben, wo dort soll sein. 2. Korinther 4, Vers 17, der sagt, noch einmal, du wen, wenn einer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Sie dort sagt, dann bist du ein neuer Mensch in deine Säule, nicht in dein Jes, nicht in dein Säule oder in dein Körper. Wenn du kannst du dort nicht fürs Antworten, dort ist ein Prozess. Aber in deine Säule, den Moment, wo du Christus annimmst, dann ist er ein neuer Mensch, dann bist du ein neuer Mensch, ein Ex, ein neuer Mensch. Dort wird vorher wir es nicht mehr, er ist nie wird nie geworden. Er wird nicht geworden, er ist geworden. Und das ist, was wir machen erkennen, das ist, was wir machen kennenlernen, wer wir sind in Christus in unserem Geist. Und das, worum dort wichtig ist, die Bibel, die sagt in Johannes, also Johannes 5, 24, das sagt, Gottes Geist, wer am Wahl umbeten, der muss am im Geist umbeten. So, das ist wichtig, dort wir mit unserem Geist in Gott Gemeinschaft haben. Dann können wir abhören, mit dem Spiel zu kicken und unsere Flaws, unsere Dinge zu besäumen, wo du alle erreicht gehen. Dann dürfen wir nicht konzentrieren, was in uns Gedächtnis ist. Nur, wenn wir, Gott wird uns wissen, wenn du was Negatives ist, und er wird die Denken haben, und dann hast du die Gelegenheit, dann ist das dein Ding, was du kannst tun, der Gedanken vorzunehmen, in deinem Union Christus zu stellen. Dort kann Gott nicht für dich tun, dort kannst du einzig du tun. So, du kannst wählen. Was du für dein Fleisch wählen, was du deine Last, deine Sinn, dein Negative hingerangehen, was du bloß fallen, oh mein Körper, der falsch ist. Was du dort hingerangehen? Oder was du hingerangehen und nur dort streben, wer Christus ist für dich?
wer für Wort hei für die gedun hab, wenn hei haf dat alle gedun, hei haf dat alle vollbracht, dat as nu ans Glauben, den man mit Gnod topgebung, den man de Gnod annehmen, en dort man ne Breg merken. Ans Glauben merkt ne Breg von des Gnod, wat en ans Gäspen as, de merkt ne Breg en dort geht en ans dächliche Leben nennen. En dort as wat wie kan doen. Dan kan wie dort erfahren, wer wie zijn en Christus. Wer God wil han dort wie zijn zijn. Dat eine Christus, zine Freiheit, zine Victory en zijn dat. En dort einer der God zien wordt zet, wer Christus für die as. Dan kan eine Frau zijn. Dann kann einer Fried haben, dann kann einer Leib haben, einer Konversheit, Offenbarung und Erkenntnis haben. Und das, was ich über Gott beten darf, das, was ich über Gott wünschen darf. Ich sehe Bertha Wall. Dankeschön für diesen Video und Kay. Ich wünsche dir Gottes Segen.